So Leute, willkommen zurück auf meinen Kanal. Der Suez-Kanal ist jetzt übrigens auch wieder frei. Und das bedeutet, mein iPhone kam. Endlich. Und zwar packen wir heute aus das iPhone 12 Pro in Gold. Das kleine davon, nicht das große. Und wir gucken jetzt einfach mal rein. So Leute, hier haben wir jetzt das iPhone 12 Pro. Und wir machen es jetzt einfach mal auf. Unten hier die Lasche, ne, und ziehe das dann so drüber. Schön gefreut, dass das Schiff jetzt im Suezkanal endlich wieder frei ist und ich endlich mein iPhone haben kann. So, wie immer, hier so eine kleine leichte Erhabung ist da drauf. Sieht man ganz gut im Video, denke ich. Ne? Und jetzt packen wir es einfach mal aus, ziehe es einfach mal hoch. Und wow, da ist es. Da haben wir das neue iPhone 12 Pro. Ich lege es mal zur Seite. Was ja jetzt nur noch dabei ist, ist ein USB-C-Ladegerät auf Lightning. Endlich ist mein USB-C-Ladegerät dabei, aber was mich nervt ist, es ist kein Netzteil mehr dabei und das bei einem Handy, was 1200 Euro kostet, ist halt echt unter aller Sau, das muss ich leider so sagen. Und also ich finde, da sollte Apple vielleicht mal nachbessern, auch wenn es der Umwelt hilft, ist keins dabei. Jetzt finde ich aber trotzdem, bei dem Preis sollte es einfach mal dabei sein. So, jetzt haben wir hier so das Gold, ne? Sieht man, denke ich, mal ganz gut. Hinten die Rückseite ist weiß und ich ziehe es jetzt einfach mal auf. Hinten ist, ist da noch eine Folie drauf? Nein. Das ist so milchig weiß, sage ich mal. Und relativ leicht. Also es ist auf jeden Fall leichter als das iPhone XS. Ich kann es mal zum Vergleich mit daneben legen. Das ist jetzt das iPhone XS mit einem Bumper außenrum. Und jetzt können wir vielleicht mal noch vergleichen. Das iPhone 7 ist so groß. Zum Beispiel jetzt. Ne? Also man sieht, die Handys werden schon einen Zacken größer. Und ich bin auch der Meinung, dass das iPhone 12 ein ganz kleines bisschen breiter ist als das iPhone XS. Und genau, das wollte ich mal noch mit dazu erwähnen. Hier unten haben wir wie immer die, den Lightning-Anschluss. Moment, ich muss mal ein bisschen scharf stellen. Genau. Hier diese drei Kameras. Die ist schon ein bisschen dreckig vom Tisch. Ja, genau. Genau. Ich habe mir jetzt noch einen Bumper dazu bestellt. Mal sehen, wann der kommt. Und genau. Ansonsten gucken wir jetzt noch mal kurz hier rein, aber da wird wieder wie immer das gleiche drin sein. Hier ist das zum Öffnen der Speicherkarte, der SIM-Karte und hier ist jetzt nur noch ein iPhone, Aufkleber dabei. Sonst waren es ja meistens zwei. Und genau. SIM-technisch ist es wie immer hier auf der Seite. Hier unten muss man das rausholen, das können wir eigentlich mal zusammen machen. Kann ich vielleicht sogar noch zeigen, welche SIM-Karte reinkommt. Genau, das ist die Micro-SIM. Sieht man ja, denke ich, ganz genau auf dem Video, ne? So. So Leute, vielen Dank und falls euch das Video gefallen hat und wenn nicht, lasst trotzdem ein Like und ein Abo da. Mach's gut! Ich mag mein neues goldenes iPhone. Es passt so schön zu meiner Türklinke. Ich mag mein neues goldenes iPhone. Es passt so schön zu meiner Goldkette. Ich mag mein neues goldenes iPhone. Es passt so schön zu meiner Golduhr. Ich mag mein neues goldenes iPhone. Damit kann ich zeigen, dass ich dumme Selfies mit meinem goldenen iPhone mache.